Herzlich willkommen zu einem neuen Video in den optischen und radarbasierten Methoden. Wir sind jetzt schon recht fortgeschritten im Semester. Wir nähern uns dem Ende. Am Ende dieser Woche endet formal die Vorlesungszeit. Und deshalb ist das auch jetzt das letzte Video, mit dem ich noch Lehrinhalte zu Ihnen transportieren möchte. Es wird vielleicht oder sicherlich noch was zur Klausur kommen. Aber das dann noch zu einem späteren Zeitpunkt. Der Termin steht ja fest. Ich muss mal gerade auf meinen Zettel gucken. Wir treffen uns am 21. September. Ich möchte da auch wahrscheinlich was Neues ausprobieren. Dazu gibt es am besten noch einen Test in der nächsten Woche. Und sobald es da dann Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder. Ich denke, Sie haben jetzt auch genug mit anderen Abschlussprüfungen zu tun, sodass auch vielleicht für Sie unser Thema auch noch oder unsere Klausur auch noch ein bisschen weiter weg ist. Vielleicht noch ein anderes sehr erfreuliches Thema möchte ich Ihnen kurz noch zeigen. Gestern ist ja die Einreichefrist für die Teilaufgabe 1 abgelaufen, der 30.06. Und es haben sich von den 77, die sich angemeldet haben, haben 73 von Ihnen die Aufgabe bearbeitet, erfolgreich bearbeitet. Das ist eine Quote von 95%. Das ist wirklich sensationell. Ich bin da wirklich sehr begeistert und bin auch sehr erfreut über das, was ich von Ihnen da bekommen habe. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Ihre 3D-Modelle anzuschauen und auch vielleicht die ein oder andere Mail auch noch mal hin und her zu schreiben, wenn es da doch vielleicht ein kleines Problem gab. Aber obwohl ich denke, die Aufgabe recht anspruchsvoll und auch schwierig war, haben sie das alle sehr gut gemeistert. Und das finde ich super, um es mal so auszudrücken. Und es hat mich sehr gefreut. Ich überlege, dass ich auch Bilder der einzelnen Modelle mal auch in der Collage zusammenstelle. Also wenn Sie da nichts gegen haben sollten, dann würde ich da mal versuchen, irgendwas draus zu basteln, dass wir einfach mal alle Modelle irgendwie gleichzeitig sehen, ob wir das dann in der Hochschule aufhängen oder auch vielleicht online verfügbar machen. Ich denke, das ist es wirklich wert. Da haben wir oder insbesondere Sie doch sehr Schönes geleistet, dass wir das versuchen, so ein bisschen auch der Nachwelt zu erhalten. Also, wenn ich nichts von Ihnen höre, dann würde ich das so machen. Sollte jemand von Ihnen sein Modell nicht auf irgendeiner Collage sehen wollen, dann schreiben Sie mir eine kurze Mail, dann würde ich das entsprechend rausnehmen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe so ein bisschen Statistik auch geführt, wann die Sachen zurückgekommen sind und Sie sehen halt auch, dass es irgendwo auch relativ gleichmäßig passiert am Ende. Na, das sieht man jetzt wieder nicht, das ist halt vorgestern, gestern, vorgestern und vorvorgestern. Da gab es natürlich noch mal so einen kleinen Peak, wenn man das Datum vor Augen hat, dass man die Sache noch mal schnell und dann auch noch beendet hat. Also meinen großen Respekt vor Ihrer Konstanz und vor von Ihrer Rückmeldungsquote. Das ist wirklich super. Viele von Ihnen haben ja auch schon die VR-Brille fertig gemacht. Bei einigen fehlt es noch, aber ich denke mal, das haben wir da auch noch mal 2 Wochen Zeit für. Ich gehe mal davon aus, dass die Rückmeldequote bei der VR-Brille ähnlich oder genauso sein wird, weil ich denke, wer die Aufgabe 1 gemacht hat, der wird auch die Aufgabe 2 zu Ende bringen wollen. Ja, also da nochmal wirklich ein positives Feedback auf jeden Fall von meiner Seite. Und dann kommen wir nochmal zu den Inhalten. Ich habe mich jetzt hier ja mit den optischen Methoden beschäftigt. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Die Kollegen vom Fraunhofer FHR sind natürlich auch etwas in diese ungewöhnliche Corona-Situation geraten. Eigentlich war halt geplant, dass wir uns die Vorlesung teilen. Einen Tag mache ich die, am nächsten Tag sind dann die beiden Herren Stefan Stanko und Michael Kares dann immer abwechselnd dran gewesen. Das ist natürlich jetzt alles durcheinander gekommen, dass wir es alles rein virtuell gemacht haben. Sie haben aber auch ein paar Inhalte reingestellt. Sie haben, da können wir mal kurz durchgehen, was zu den Grundlagen vom Radar geschrieben. Sie haben die beiden wesentlichen Radartypen, das Pulsradar und das FMCW-Radar, beschrieben. Bei der Radargleichung,
Die Seite ist leer geblieben, das ist schon auch noch eine Stufe tiefer. Das wird nicht mehr behandelt und sie werden auch nicht es schaffen, noch irgendwelche Videos zu dem Thema einzustellen. Deshalb ist das halt, was jetzt sich um Radar dreht, in diesem Semester doch leider sehr oberflächlich geblieben. Sie sollten sich es auf jeden Fall mal durchlesen. In der Klausur wird es vielleicht zwei Fragen auch zu Radar geben, aber dann wirklich Fragen, die sich auf der allerobersten Ebene bewegen, dass sie da wirklich auch nicht zu tief einsteigen müssen. Wie gesagt, dafür fehlten jetzt auch die Angebote leider in diesem Semester. Das wird sich aber dann beim nächsten Mal wieder ändern und dann wird das auch besser funktionieren. Gut, ich habe auch bei den optischen Methoden eher weniger an Inhalten transportieren können, als ich mir erhofft hatte. Das Praktikum hat auch auf meiner Seite relativ viel Zeit in Anspruch genommen, ihre Einreichungen entsprechend auch anzuschauen, zu begutachten, zu bewerten, ihnen Rückmeldung zu geben. Aber wie gesagt, ich denke, das Praktikum war eine spannende und gute Sache. Ich gehe auch oder ich denke schon, auch das habe ich ja in Ihren Berichten gelesen, dass es Ihnen auch Spaß gemacht hat, ich denke zumindest zum größten Teil. Und wenn man sich so intensiv mit Fotogrammetrie beschäftigt, dann bleibt das auch vielleicht besser hängen, als wenn man irgendwas nur theoretisch an der Tafel oder hier auch von mir vor gekaut bekommt oder vorgemacht bekommt. Ja, wir hatten uns ja mit dem Thema Lupe Mikroskop schon ausführlich beschäftigt und das, was jetzt in den letzten Tagen, Wochen von mir drangekommen ist, ist das Thema Kameras und Bildsensoren. Und da können Sie halt auch entsprechend alles jetzt nachlesen. Ich möchte Ihnen aber auch noch mal dazu so ein paar Sachen sagen oder auch noch das ein oder andere demonstrieren und es auch vielleicht mit einer gewissen Tonspur unterlegen. Ich werde das Ganze auch noch mal, ich muss das Ganze auch noch mal durchlesen. Da sind bestimmt noch einige Tippfehler drin oder irgendwie das ein oder andere sprachliche nicht ganz korrekt. Oder das Sprachliche ist da nicht ganz korrekt. Das wird noch mal überarbeitet, aber ich hoffe, Sie kriegen den Sinn trotzdem hin. Zuerst schreibe ich mal alles runter, dann stelle ich es auch online, damit Sie schnellstmöglich darauf zugreifen können. Und dann kommt jetzt irgendwann noch mal eine Korrekturiteration. Deshalb kreiden Sie mir nicht jeden Tippfehler und jedes fehlende oder zu viele Wort an. Das wird noch überarbeitet. Gut, also in dem ersten Unterabschnitt der Kameras und Bildsensoren habe ich so ein bisschen versucht darzulegen, wohin es geht oder woher wir kommen. Und wir sind als Menschen halt nun mal sehr visuelle Kreaturen. Wir machen mit unseren Augen sehr viel. Und insofern war auch frühzeitig bei den Menschen das Bedürfnis, da Szenen festzuhalten. Ja, es geht zurück bis in die Steinzeit, wo man halt irgendwelche Szenen aus dem Alltag in der Jagd oder beim Fischen halt auf Höhlenwänden entsprechend festgehalten hat. Das Malen war dann auch viele Jahrhunderte die einzige Möglichkeit, Szenen bildlich festzuhalten. Natürlich wurden die Malwerkzeuge, Farben und Pinsel immer ausgefeilter und die Fertigkeit der Künstler auch immer besser, sodass man dann also hier die Zeichnungen von Leonardo da Vinci sind sicherlich sehr bekannt und dann auch die bekannten Maler aus der jüngeren oder vor ein paar Jahrhundert, Rembrandt, vielleicht passend habe ich hier das Bild von der Anatomie des Dr. Tulp gewählt. Und Sie sehen, das sind natürlich schon sehr realistische Gemälde, die dabei entstanden sind. Aber so ein Bild dauerte natürlich viele Tage oder wie lange auch immer es zu malen. Und es hatte nicht nur einen Dokumentationszweck, es hatte sicherlich auch einen künstlerischen Aspekt. Und natürlich auch Bilder sind die subjektive Sicht des Malers. Also ob die Personen wirklich genauso aussahen oder ob auch der Maler gegebenenfalls auch das ein oder andere verändert hat, denn das kann man nicht so wirklich heutzutage mehr nachvollziehen. Gerade bei Porträts von großen Persönlichkeiten und Königen und Kaisern, da war es oftmals für den Maler wichtig, die möglichst schön aussehen zu lassen, auch wenn die Realität anders war, damit er auch seinen Lohn bekam oder auch sonst keine Probleme bekommen hat.
Ja, die erste Methode, wirklich das Licht auch entsprechend abzubilden, waren dann die Lochkameras. Das sind kleine Kästen bzw. die Camera obscura, wobei das Wort Kamera sich da auf Kammer bezieht und nicht auf das Wort Kamera, wie wir es heutzutage kennen, also ein begehbarer Raum, der eine Projektion enthalten konnte. Und das war halt entsprechend so realisiert, dass man ein kleines Loch in einer Wand hat, durch das das Licht fällt. Und dadurch, dass das Licht nur so klein ist, gelangen nur die direkten Strahlen des Objektes hier durch. Es gibt keine unscharfen Überlagerungen. Und wir haben nun wirklich dann eine Projektion einer Szene, die aus optischer Sicht dann auch auf dem Kopf steht, abbildungsmäßig. Aber die kann natürlich jetzt hier jemand auch von Hand nachzeichnen, der weniger begabt ist wie ein professioneller Maler. Und auch da könnte man dann realistische Szenen entsprechend rekonstruieren. Ich habe auch hier dann jeweils, um wer es vertiefen möchte, noch mit den entsprechenden Wikipedia-Links verlinkt. Und es gibt auch noch zwei sehr schöne Videos. Einmal von jemandem, der so eine Lochkamera bzw. eine Kamera Obscura selber zu Hause sich aufgebaut hat, beziehungsweise das Ganze auch nochmal von dem Redaktionsteam der Sendung mit der Maus. Das ist ja auch meistens sehr intuitiv und nachvollziehbar. Ja, dann um 1800 rum in der Größenordnung, da fing man natürlich auch an, oder man hat schon vorher überlegt, wie kann ich eine Szene wirklich festhalten, wie kann ich sie aufzeichnen. Und da kam man dann halt, kamen die Chemiker, haben bemerkt, dass gewisse Verbindungen sich verfärben, wenn Licht auf sie fällt, insbesondere die Silbersalze. Und das wurde dann halt in Frankreich von Joseph, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Niepce, dann entsprechend verfeinert. Und man geht davon aus, dass dieses Bild hier, das ist eine Art Lochkamera, aber in der jetzt nicht nur das Bild projiziert wurde, sondern dann auch auf eine chemische Schicht belichtet wurde. Das ist ein Blick aus dem Arbeitszimmer von Niepce. Und hier sieht man dann, wie das Ganze sich dann belichtet hat und auch fixiert wurde. Denn das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt bei der chemischen Belichtung, dass irgendwann natürlich auch die Lichtwirkung keinen Einfluss mehr haben darf auf das chemische Substrat, denn sonst würde ja ein Bild immer komplett voll belichtet werden. Also da wurde, das habe ich auch hier irgendwo, da glaube ich, dann geschrieben, mit einem Palmöl, glaube ich, neben einem Lavendelöl, wurde dann halt dieser chemische Prozess entsprechend gestoppt. Das wurde dann von Daguerre weiterentwickelt, weiterverfolgt. Da spielte dann auch der französische Staat eine Rolle. Die haben dann die Patente Daguerre und Niepce abgekauft und haben es, das ist, denke ich mal, eine sehr freundliche Geste gewesen, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Dass Fotografie also nichts Patentgeschütztes für wenige ist, sondern dass Fotografie wirklich etwas für die breite Masse war. Und so wurde das Ganze dann weiterentwickelt. Das Problem war bis zu dem Zeitpunkt aber immer noch, dass wir Lochkameras hatten. Das heißt, nur durch ein ganz kleines Loch fiel das Licht dann auf die Fotoplatte und die Lichtstärke war extrem gering. Und deshalb hatte man auch sehr, sehr lange Belichtungszeiten von teilweise mehreren Stunden, bis sich dann ein Foto wirklich manifestiert hat. Das wurde dann besser, als man angefangen hat, Linsen einzubauen, dass man also mehr Licht in die Kamera gelangen lässt. Aber, und das ist genau der Punkt, wenn ich jetzt nur einen Film, also hier, wenn das meine Fotoplatte ist und ich halte es nur in die Höhe, dann fällt natürlich Licht aus allen Seiten drauf und es gibt natürlich keine sinnvolle Abbildung auf der Fotoplatte, weil jetzt alle Lichtbereiche sich überlagern und dann die Fotoplatte gleichmäßig belichten. Deshalb das kleine Loch von der Lochkamera, das nur die direkten Strahlen durchgelassen hat. Dadurch hatte ich dann wieder eine echte Projektion des Bildes. Oder aber, und das war jetzt der neue Trick, ich nehme eine Linse, die ich davor setze. Und jetzt bildet die Linse bzw. die Optik
das Bild in der entsprechenden Bildebene ab, die scharf ist und die überlagerungsfrei ist. Und so kann ich jetzt auch entsprechend Bilder mit hoher Lichtstärke aufzeichnen. Und das war dann entsprechend der Durchbruch. Da gab es dann so um 1840 die erste Kamera von Voigtländer. Das war ein Mechaniker oder ein Feinmechaniker, der dann solche Kameras gebaut hat. Und ein Physiker namens Petzval hat dann auch die entsprechenden Linsen und Optiken berechnet, sodass man da auch wirklich ein zuverlässiges Werkzeug bekommen hat. Voigtländer ist dann auch ein Kameramarkenname geworden, der noch bis vor ungefähr 30, 40 Jahren auch sehr bekannt war und sehr viele Kameras am Markt waren, die aus dem Hause Voigtländer stammen. Da wir hier eine runde Öffnung haben, sind auch die Bilder von den ersten Kameras auch immer rund gewesen. Wir kennen ja Bilder typischerweise quadratisch. Die ersten Bilder waren dann halt alle entsprechend rund. Das können Sie auch alles dann noch ein bisschen weiter durchlesen. Ich habe das ja hier niedergeschrieben. Die Chemie wurde dann immer besser. Das heißt also auch nicht nur die Lichtstärke durch die Objektive wurde besser, sondern die Filme wurden auch lichtempfindlicher, sodass man dann tatsächlich von mehreren Stunden Belichtungszeit auf wenige Sekunden das Ganze schon zu den Zeitpunkten noch vor 1900 entsprechend realisieren konnte. Und so konnte man dann anfangen, auch wirklich sinnvoll Fotos zu machen. Es gab dann halt auch Anordnungen, dass man die Fotoplatte problemlos bei einer Kamera wechseln konnte, dass man auch mehrere Bilder machen konnte. Und so sah dann halt irgendwie das Fotografieren vor 1900 aus. Aber es war immer noch eine Sache für Spezialisten, auch wenn es nicht patentgeschützt war, aber die Technik, die war noch sehr komplex. Die Fotokamera für die Allgemeinheit, die begann dann so typischerweise um 1900 und da ist ein Name wirklich auch sicherlich, was Henry Ford für die Automobilindustrie ist, war dann George Eastman für die Fotografie. George Eastman ist der Gründer der Firma Kodak. Ich denke mal, Kodak sagt Ihnen vielleicht auch heute noch was. Und der hat dann wirklich begonnen, Systeme zu entwickeln, die idealerweise sich praktisch jeder leisten konnte, sodass Fotografieren jetzt etwas war, das in die Breite ging. Das hier war seine Kamera Kodak Nummer 1. Die konnte man so nehmen, damit Fotos machen und konnte sie dann an Eastman schicken. Er hat dann, ich glaube, man konnte 100 Aufnahmen damit machen. Da war also schon ein Rollfilm drin. Also, und das will ich Ihnen auch, kann ich Ihnen auch gleich zeigen, wie es dann weitergegangen ist. Also der Film lief dann immer weiter. Wenn ein Foto gemacht wurde, rollte man halt dann die fotoempfindliche Schicht weiter, sodass dann das nächste Bild vor dem Objektiv war. Und dann konnte man diese Kamera Nummer 1 halt zu Kodak zurückschicken. Die haben die Fotos entwickelt, sodass man dann also die Papierabzüge bekommen hat. Und B, haben sie dann die Kamera neu bestückt mit einem Film. Und das war sicherlich schon ein echter Fortschritt und das ging dann halt immer weiter. Und wichtig ist halt auch hier der Begriff Negativfilm. Früher hat man halt die Fotos direkt auf das, oder hat direkt das Foto positiv entwickelt. Das heißt, man hatte von der Szene ein Foto, aber das war es dann. Sie kennen vielleicht auch noch die konventionelle chemische Fotografie. Dann ist man zum Negativfilm gegangen. Das heißt, man hat ein Negativ belichtet und dieses Negativ, das konnte man dann beliebig oft auf Fotopapier dann auch wieder übertragen, sodass man von einem Foto ganz viele Abzüge machen konnte. Ja, das ist dann das Negativ, aus dem dann viele Positivabzüge entsprechend gemacht werden konnten. Das ist sicherlich der wesentliche oder ein weiterer wichtiger Aspekt der Fotografie gewesen. Als nächstes kam dann, und das war bei der Kodak Kamera 1 noch so der Fall, dass man die Kamera immer nur in die Szene richten konnte und gucken konnte, dass man ungefähr das System, also dann ungefähr sah, was man aufnehmen wollte oder die Kamera in die Richtung gehalten hat, dass man aufnehmen wollte. Man konnte aber nicht wirklich genau visuell kontrollieren, ob die Kamera diesen Ausschnitt so sieht, wie man es gerne haben möchte. Und das war dann die entsprechende Weiterentwicklung zur Sucherkamera. Die ersten Sucherkameras, das waren zweiäugige Sucherkameras, indem man nämlich parallel zur eigentlichen Linse, die hier jetzt den Film belichtet, und hier sieht man auch dann dieses Rolls, ich kann auch das hier in großer Auflösung mal angucken, hier sieht man jetzt den aufgerollten Film, der immer weiter vorbeiläuft und sich dann auf die andere Rolle aufläuft und immer wieder, wenn ein Foto gemacht wurde,
rollt man das Ganze ein Stückchen weiter, dann wird hier unten belichtet und damit der Fotograf aber wissen konnte, was sieht die untere Linse, war oben noch eine zweite Linse, die ungefähr in die gleiche Richtung oder die ungefähr das gleiche sah wie die untere Linse. Und das Bild von der oberen Linse, das wurde jetzt über einen Spiegel nach oben projiziert. Hier war eine Mattscheibe angebracht, auf die das Bild dann gefallen ist. Und so konnte der Fotograf dann auch schon sehen, wie welches Bild dort entsprechend fotografiert wurde. Er konnte die Kamera sehr gut ausrichten. Also das war dann so eine zweilinsige Sucherkamera, wie dieses Modell der Rolleiflex. Der nächste große Durchbruch war dann der Kleinbildfilm. Die Frage, wie kann ich also sehr effizient viele Bilder dann auch aufzeichnen und kann es auch dem Fotografen leicht machen, den Film zu tauschen. Und da sehen wir hier ein entsprechendes Bild und da kann ich Ihnen jetzt auch das erste Mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier noch eine alte Kleinbildkamera, die ist jetzt so rund 35 Jahre alt, würde ich sagen, die aber schon alle wesentlichen Aspekte zeigt. Und wir haben hier jetzt den Film auf der Rolle, so wie ich es eben gezeigt habe. Und immer, wenn dann ein Bild gemacht wird, wird der Film etwas weiter transportiert. Und ich kann Ihnen das hier jetzt auch mal zeigen. Der Film wird jetzt hier hinten in die Kamera eingelegt. So, ich zeige es Ihnen mal hier. Und dann zieht man den Film hier rüber, spannt ihn hier entsprechend ein. Jetzt muss ich die Kamera mal einschalten. Und ich habe hier auch einen kleinen Elektromotor dran. Oder ich mache es mal so per Hand. Ich löse aus. Ich ziehe und mache jetzt ein Foto. Und Sie sehen jetzt, wenn ich jetzt ein Foto mache und das ist fertig, dann ziehe ich hier oben am Spannen und der Film wandert jetzt hier weiter. Das heißt, das belichtete Foto wandert jetzt hier hin und hier aus der Filmkassette kann jetzt ein neues Stückchen Film kommen und ich kann dann das Foto entsprechend machen. Die Kamera ist dann typischerweise zu und ich kann jetzt Fotos machen. Natürlich darf man das nicht bei Licht wechseln. Der Film, den ich jetzt hier benutzt habe, der ist schon belichtet und ist schon nicht mehr nutzbar. Deshalb muss das Ganze natürlich zu sein. Und wenn ich jetzt den Auslöser drücke, dann kann ich hier Fotos machen. Ich habe ja auch dann in der im anderen Bereich schon Bilder oder kleine Filme abgelegt, die zeigen, wie diese Kamera funktioniert. Aber vielleicht ist das auch jetzt schon mal auf die Schnelle. Ich habe hier auch einen Sucher dran. Ich kann also hier durchschauen, um zu sehen, welches Bild die Kamera aufnimmt. Und das funktioniert dann entsprechend, wie wir es hier sehen, über ebenfalls einen Spiegel. Ich kann, und das ist auch das Gute dieser Kameras, ich kann die Objektive tauschen. Je nach Bedarf kann ich hier ein anderes Objektiv nehmen. Und Sie sehen jetzt hier ist der Spiegel drin. Das heißt, das Licht, was durch das Objektivfeld wird von dem Spiegel nach oben gelenkt. Hier oben ist ein Fünfkantprisma drin, das das Bild jetzt über eine Mattscheibe, die hier sitzt, projiziert und ich das dann mit dem Bild, mit dem Auge entsprechend betrachten kann. Jetzt sehe ich natürlich nichts scharf, weil kein Objektiv drauf ist. Ich sehe nur die weiße Mattscheibe, aber wenn ich jetzt durchschaue, dann kann ich hier genau sehen, dass ich mich gerade selber fotografiere und kann ein entsprechendes Bild machen. Das war der Stand für Kameras von vielen Jahrzehnten. Ich selber bin da auch noch mit aufgewachsen. Ich denke, Sie sind teilweise halt schon auch in Ihrer Kindheit und Jugend mit Digitalfotografie in Kontakt gekommen und kennen möglicherweise diese alten filmbasierten Methoden nicht mehr. Es war natürlich so, so ein Film hatte dann typischerweise 36 Bilder. Das heißt, man hat irgendwie ein Foto gemacht bei der Familienfeier oder wann auch immer und musste dann, wenn, was immer jetzt hier gerade passiert ist, genau, musste dann halt immer warten, bis der Film voll war, bis 36 Fotos gemacht worden sind. Man war auch früher etwas sparsamer beim Fotografieren und hat nicht immer direkt viele Fotos gemacht, sondern hat halt beim Geburtstag oder beim Urlaub hier und da Bilder gemacht. Und wenn man dann fertig war, dann musste dieser Film wieder entsprechend zurückgekurbelt werden in die Kassette.
So. Und dann konnte man hier diese Filmkassette entnehmen und hat sie dann zum Fotogeschäft gebracht. Und die haben einen dann den Film entwickelt und ein paar Tage später konnte man dann dorthin gehen, kriegte die Negative und entsprechend die Fotoabzüge von dem entsprechenden Film. Und ja, das kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen, dass ich 3-4 Tage erstmal warten musste, bis der Film voll war. Ja, wenn ich also heute ein Foto gemacht habe und es war gerade ein neuer Film eingelegt, da konnte es teilweise Wochen dauern, bis der Film voll war. Dann wurde er weggebracht und dann kriegte man irgendwann die Abzüge zurück. Und wenn man sich dann die Bilder angeguckt hat, dann wusste man schon gar nicht mehr, dass man dieses Foto gemacht hat. Das ist natürlich heutzutage anders, denn Fotografieren wurde dann um das Jahr 2000 rum digital, zumindest in der breiten Masse digital. Erste Versuche haben dann schon 1975 stattgefunden, aber das war natürlich noch ein Koloss. In den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde das Ganze dann auch für Profis digital, aber wenn man hier sieht, dass so eine Kamera irgendwo heutzutage in der Größenordnung eines Mittelklasse-Autos steckte, dann war das sicherlich nichts für die breite Masse. Ende der 90er Jahre kamen dann halt auch die ersten Consumer-Digitalkameras auf den Markt, also Kameras, die auch wieder von der breiten Masse genutzt werden konnten. Natürlich waren dann auch die Speichermedien noch eher oder für uns in heutiger Sicht ungewöhnlich. Es war dann, wurde dann halt auf Disketten zum Beispiel das Bild gespeichert. Da passen natürlich auch nur wenige Bilder drauf. Und dann nahm halt der Bereich von der professionellen Fotografie auch mehr Einzug in den Consumer-Bereich. Hier haben wir jetzt dann die erste Vollformat digitale Spiegelreflexkamera. Ja, das habe ich vielleicht noch, hätte ich noch sagen müssen. Das nennt man hier eine Spiegelreflexkamera, eine SLR, Single Lens Reflex, also weil es nur noch eine Linse hat im Vergleich zu der dann eben gezeigten zweilinsigen Kamera. Und wenn man dann noch das Ganze digital macht, dann ist es halt eine DSLR. Und vielleicht auch noch was wichtig ist, das habe ich auch noch nicht gesagt, die Zahl, dieses Kleinbildformat hier, diesen Film, den ich hier eben gezeigt habe, das ist die Fläche, die jetzt hier hinten belichtungsfähig ist, die hat eine Größe von 36 x 24 mm. Das ist das sogenannte Kleinbildformat, das sich als Standard weltweit durchgesetzt hat und auch noch heute bei den entsprechenden Bildsensoren auch noch gilt. Und 2002 wurde dann auch die erste Spiegelreflexkamera, die erste digitale Spiegelreflexkamera mit einem Vollformat-Sensor entwickelt, also mit einem Sensor, der auch wirklich genau dem Format dieses Kleinbildfilms entspricht. Ja, und dann wurde das auch immer, wurden die Chips immer kleiner, immer höhere Auflösungen konnte man durch neue Halbleiter-Produktionsverfahren hinbekommen, dass dann also viele Millionen Pixel auch auf kleinere Fläche passten. Und das wanderte natürlich in viele Gegenstände des Alltags, bis halt hin zum Mobiltelefon, bis zum Smartphone. Und mittlerweile hat man ja nicht nur eine Kamera in den Smartphones drin, sondern viele, mehrere, 2, 3 bis zu 4. Ich habe irgendwie gehört, es gibt auch ein Patent von wahrscheinlich Samsung oder so, die haben 16 Kameras, die schon überlegt. Also da wird die Zukunft zeigen, was noch alles möglich ist. Ja, ich denke, das ist immer ganz gut zu wissen, wie sieht so ein bisschen die historische Entwicklung aus und dementsprechend hat man dann ein besseres Verständnis dafür. Die zweite Seite, das ist halt jetzt die Technik. Also das habe ich Ihnen jetzt schon gezeigt, wie eine Spiegelreflexkamera funktioniert mit dem abnehmbaren Objektiv, mit dem Spiegel, durch den das, die Szene gesehen werden kann und dann dem Sucher, dem Okular. Und hier hinten ist dann der Film oder der Sensor. Ich schreibe halt immer jetzt in diesen Beschreibungen Film oder Sensor, denn dieser Bereich hier hinten kann jetzt halt auch durch einen Bildsensor ersetzt werden. Und die ersten Profikameras, die ich eben gezeigt habe, Ende der 90er, Anfang der 90er Jahre, für mehreren 10.000 Dollar für Profifotografen, waren eigentlich nur, dass dieser Rückteil durch einen Bildsensor ersetzt worden ist. Der Rest war eine konventionelle Spiegelreflexkamera. Und deshalb unterscheidet man jetzt hier also auch das Kameragehäuse. Also das heißt, wenn ich hier das Objektiv abschraube, dann ist es nur das Kameragehäuse und das Objektiv. Und so habe ich dann die Möglichkeit, auch unterschiedliche Objektive draufzusetzen. Da können wir ein bisschen schneller durchgehen. Also hier habe ich dann auch Videos, die nochmal zeigen, wie halt jetzt wie das Ganze funktioniert.
Das habe ich Ihnen ja gerade schon gezeigt, die Objektive. Und dann wird es eigentlich auch spannend, denn so Objektive sind deutlich mehr als nur einfache Linsen. Ich habe hier mal so ein Beispiel gezeigt. Das sind also im Endeffekt komplette Linsensysteme. Das hier ist jetzt ein Sechs-Linsensystem. Diese Linsen gruppiert man dann auch in verschiedene Gruppen. Das ist jetzt ein Sechs-Linsensystem mit zwei Gruppen. Hier hat man zwei verkittete Linsen und der Rest sind halt auch Linsen mit Luftspalt. Das hat immer einen Einfluss darauf, wie gut jetzt auch die entsprechende Brechung ist. Und wenn wir uns an die Optik erinnern, dann wissen wir natürlich, dass Linsensysteme auch eine Hauptebene haben. Und in dieser Hauptebene, da sitzt dann auch die Blende. Und mit der Blende können wir nachher die Lichtstärke und die Tiefen und die Schärfentiefe auch entsprechend verändern. Das können Sie ja nochmal in Ruhe hier im Text dann entsprechend durchlesen. Also, das muss uns auch immer bewusst sein, solche Linsen oder Objektive, das ist jetzt nicht nur eine einfache Sammellinse in der Realität, sondern es besteht aus sehr vielen Linsen und ich habe hier auch, glaube ich, auch einen Link drin. Da können wir mal kurz drauf gehen. Da sieht man mal, was es für Linsensysteme gibt und wie komplex sowas dann nachher auch sein kann. Dann kann man sich auch vorstellen, warum es Linsen gibt oder Objektive gibt, die mehrere tausend Euro kosten, um halt einfach die Linsenfehler, das habe ich vielleicht auch jetzt vergessen zu sagen, die Linsenfehler, wie wir sie auch vom Mikroskop erkennen, chromatische Aberration, sphärische Aberration, Bildfeldwölbung und so weiter, entsprechend gut zu korrigieren und dass man dann wirklich perfekte Bilder auf die Bildebene bekommt. Wenn man allerdings rechnen will, dann oder wenn man das sich doch wieder theoretisch angucken will, dann ist es vielleicht doch wieder einfacher, sich das ganze Objektiv doch nur als eine Sammellinse vorzustellen, die hier ihre Hauptebene hat und dann haben wir die entsprechende Abbildungsgleichung, nämlich dass 1 durch f, 1 durch die Brennweite ist gerade 1 durch Bildweite plus 1 durch Gegenstandsweite oder Objektweite plus 1 durch Bildweite. Und insofern kann jetzt so eine solche Linse immer ein Objekt entsprechend in die Bildebene scharf abbilden. Und durch Verschieben meiner Linse kann ich jetzt verschiedene Ebenen scharf stellen. Denn das müssen wir uns auch mal überlegen. Bei der Fotografie findet eine Projektion statt. Wir nehmen einen dreidimensionalen Raum auf eine zweidimensionale Bildebene auf. Und da müssen wir natürlich auch wieder gucken, wie können diese 3D-Informationen auf die 2D-Informationen entsprechend gebracht werden. Das habe ich hier auch entsprechend nochmal erklärt und man sieht halt auch, wenn ich an dem Objektiv schraube, um entsprechend scharf zu stellen, kann ich jetzt die Bildebene meines Objektes in die Filmebene bringen, in die Sensorebene bringen, um das Ganze dann scharf abzubilden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich irgendwann alles, weil ich paralleles Licht auf mein Objektiv kommt, alles in die Brennebene, alles in die Bildebene entsprechend in die Sensorebene abgebildet wird. Dann steht das Objektiv auf unendlich. Das ist die sogenannte Unendlich-Einstellung, die ich da im Objektiv habe. Aber wie gesagt, schauen, lesen sich das hier nochmal entsprechend durch. Eben schon angesprochen, ein wichtiges Element des Objektives ist dann die Blende, die typischerweise in der Hauptebene oder zumindest in der Nähe der Hauptebene des Objektives sitzt. Denn durch die Hauptebene, da kreuzen sich alle Strahlen. Und je nachdem, wie stark ich die Blende aufmache und die Öffnung der Blende ist immer eine sogenannte Blendenzahl. Und die Blendenzahl ist gerade die Brennweite der Linse dividiert durch die Blendenzahl, ist genau der Durchmesser hier in Millimetern. Also wenn ich eine 50 mm Brennweite habe und habe eine Blendenzahl von 2,0, dann ist der Durchmesser hier meiner Öffnung, die Blende zulässt, gerade 50 mm durch 2, also 25 mm. Und so gilt das jetzt hier für verschiedene Blendenzahlen. Wir sehen halt dann auch, je größer die Blendenzahl ist, desto kleiner ist die Öffnung. Das kann man sich jetzt hier auch angucken. Das Wichtige ist aber, wenn ich jetzt die Blende verkleinere, verändere ich nicht das Blickfeld der Kamera. Es ist nicht so, dass ich auf einmal nur weniger vom Bild sehe, denn die Blende befindet sich ja, wie gesagt, hier in der Hauptebene und durch die Hauptebene, wie bei der Kamera Obscura, gehen alle Hauptstrahlen durch. Und wenn ich die Blende jetzt zumache, dann kann ich trotzdem mein Objekt vollständig abbilden, aber wir sehen, die Strahlkegel, die zu einem Punkt beitragen, die sind halt natürlich kleiner bei einer kleinen Blende und entsprechend weniger Licht fällt dann auch auf meinen Schirm. Das heißt, ich kann damit die entsprechende Lichtstärke auf dem Film reduzieren. Ich kann also den Lichteinfall auf meinem
Film durch die Belichtungszeit verändern. Wenn ich kürzer belichte, kommt weniger Licht hin, aber ich kann es auch durch die Blende beeinflussen. Ich habe also zwei Parameter, mit denen ich entsprechend die Lichtstärke oder das einfallende Licht auf meinem Sensor, auf meinem Film einstellen kann. Wenn ich einen so sehr kleinen Strahlenkegel habe, dann ist die Schärfentiefe relativ groß. Das heißt also, mein Kegel hat eine kleine Öffnung. Und das muss man auch wissen. Ein Bild ist nicht nur dann scharf, wenn sich wirklich die Strahlen kreuzen, sondern unser Auge hat nur ein begrenztes Auflösungsvermögen. Auch wenn der Strahl schon wieder leicht divergiert, hier nehme ich das als Mensch oder mit meinem Auge immer noch als scharf wahr. Und deshalb gibt es einen Bereich, wo ich also einen größeren Abstand immer noch als scharf wahrnehme. Das ist die Schärfentiefe. Wenn aber jetzt der Strahlkegel sehr steil ist, wie es hier das Grüne dargestellt ist, dann komme ich sehr schnell aus diesem scharfen Bereich raus, der hier grau dargestellt ist. Und deshalb hat eine große Blendenöffnung, eine kleine Blendenzahl, halt auch nur eine kleine Schärfentiefe. Habe ich die Blende stark zu, ist der Kegel, mein Strahlenkegel viel flacher und dann ist der Bereich viel länger, bis also mein Strahlenkegel diesen scharfen Bereich verlässt. Ich habe eine große Schärfentiefe. Und das kann man hier sehen, auch im Bild. Wenn ich also hier eine große Blendenöffnung habe, das heißt eine kleine Blendenzahl 1,8, dann ist hier nur ein schmaler Bereich meines Bildes wirklich scharf abgebildet. Gehe ich mit der Blendenöffnung runter, das heißt, ich erhöhe meine Blendenzahl hier zum Beispiel 6,3, dann wird der scharfe Bereich größer, aber ich sehe immer noch hinten der Wald und oder das Gebüsch da hinten ist immer noch unscharf. Nehme ich eine sehr kleine Blende, dann habe ich schon fast eine Lochkamera und dann sehe ich halt über den gesamten Bereich scharf. Ich habe also eine sehr große Schärfentiefe. Die nächste Sache, die für uns wichtig ist, ist noch der Bildwinkel der Kamera, also wie groß ist das Bild, das ich mit der Kamera sehen kann. Wie groß ist die Szene, die ich aufzeichnen kann? Und das ist abhängig halt von der Brennweite und der Sensorgröße, weil wenn ich ein Bild im Unendlichen aufzeichne, also wenn ich das Objektiv auf unendlich stehen habe, wird das Bild in der Brennebene halt scharf gestellt. Und jetzt ist ganz klar, je näher dieser Sensor an meiner Linse dran ist, beziehungsweise je größer der Sensor ist, desto größer ist dann auch der Öffnungswinkel des Bereiches, den ich entsprechend sehen kann. Und die Formel ist halt hier entsprechend, dass mein Öffnungswinkel gerade zweimal der Arcus tangens von der Sensorgröße durch zweimal der Brennweite ist. Das heißt also, je größer der Sensor ist, desto größer ist mein Sehwinkel oder Bildwinkel. Ich sehe gerade, ich habe hier verschiedene Begriffe genommen, aber Sehwinkel ist das gleiche wie Bildwinkel oder je kürzer die Brennweite ist. Unser Auge sieht typischerweise so einen Bereich von 50 Grad scharf und dementsprechend, wenn man das ausrechnet für einen Kleinbildfilm, entspricht das dann auch einer Brennweite. Also wenn man den Sensor jetzt mit 36 x 24 mm Kleinbild annimmt, dann hat ein Objektiv mit einer Brennweite von 46 mm dann diesen Öffnungswinkel von 50 Grad. Typischerweise nimmt man dann ein Objektiv von 50 mm. Also ein 50 mm Objektiv an einer Kleinbildkamera hat ungefähr dann das Sichtfeld, was wir auch mit dem Auge normalerweise haben. Deshalb erscheinen uns diese Bilder als relativ normal und deshalb nennt man das auch dann Normalobjektive. Wenn ich eine kürzere Brennweite habe, dann wird mein Bildwinkel größer und entsprechend sprechen wir dann von einem Weitwinkel, weil das Bild einen größeren Winkel umfasst, als wir das normalerweise mit unserem Auge gewohnt sind. Habe ich eine längere Brennweite, also mehr als 50 mm, 100 mm, 200 mm, wie viel auch immer, dann wird mein Bildwinkel kleiner, ich hole die Sachen stärker heran und dann habe ich ein Teleobjektiv, also ein heranholendes Objektiv. Das nochmal zur Klarstellung. Und es ändert sich natürlich auch mit der Bildgröße, mit der Sensorgröße. Je kleiner mein Sensor ist, desto kleiner muss dann auch meine Brennweite sein, um eine normale Brennweite zu bekommen. Die Bildsensoren, die wir in den Smartphones eingebaut haben, sind halt sehr klein und damit die ein 50 mm Normalobjektiv-Perspektive haben, 50 Grad Bildwinkel aufnehmen, haben die dann eine sehr kurze Brennweite. Die sind natürlich nicht 50 mm, sondern ganz kurz, irgendwie 10 mm Brennweite nur. Das können Sie sich auch nochmal hier entsprechend durchlesen. Das habe ich da auch entsprechend ausgeführt auf den OLED-Seiten. Und das Letzte, was dann noch zur Grundtechnik gehört, ist halt auch die
Lichtempfindlichkeit, also man kann halt dann auch bei der Chemie ein bisschen spielen. Man kann Filme mit unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit kaufen. Die sind typischerweise über sogenannte ISO-Werte dann spezifiziert. Der Standardfilm ist ISO 100 und mit der Verdopplung, da gibt es ISO 200, ISO 400, ISO 800, verdoppelt sich die Lichtempfindlichkeit, beziehungsweise kann ich dann immer eine Blende weniger nehmen, um die gleiche Lichtintensität auf den Schirm dann entsprechend zu bekommen. Ja, das ist der Punkt. Dieses hat sich auch hinübergerettet, sage ich mal, diese ISO-Empfindlichkeit auch bei Digital-Sensoren, bei Bildsensoren. Da spricht man auch davon, nur das ist natürlich dann ein ganz anderes Prinzip. Zu guter Letzt vielleicht auch noch hier ein Literaturhinweis auf den Webseiten von Heise Digital, das ist hier verlinkt, gibt es dann auch noch ein PDF, ein Auszug aus dem großen Buch der Objektive von Christian Westphalen, ein Buch, mit dem ich auch sehr viel arbeite. Und da sind zumindest die Kapitel Objektiv, wichtige Begriffe, der Aufbau und Teleobjektive entsprechend drin enthalten. Kann man sich mal angucken. Vielleicht, wenn Sie da wirklich Interesse haben, kann man sich auch mal darüber nachdenken, dieses Buch auch vielleicht anzuschaffen. Ich muss auch mal mit der Bibliothek sprechen, ob wir uns da vielleicht auch zwei, drei Exemplare von dann holen. Gut, dann wäre das auch der zweite Bereich, wo es so um die grundsätzlichen Komponenten einer normalen Kamera geht. Und dann kommen wir halt jetzt zum digitalen Bereich, also zum dem, was wir heutzutage haben, nämlich zu den Bildsensoren. Und dort hatte ich ja gerade gesagt, ist also dann das, was hier hinten normalerweise drin steckt, der Kleinbildfirn halt durch einen Bildsensor ersetzt. Und bei vielen Kameras ist es auch schon der Fall, dass sie dann das Bild gar nicht mehr mit einem Spiegel davor ablenken, sondern weil ich ja jetzt alles digital habe, kann das Bild, was sofort auf den Sensorfeld auf einem kleinen Schirm dargestellt werden. Und das sind dann die sogenannten spiegellosen Kameras oder spiegellosen Systemkameras. Ich habe hier auch so eine mal zur Hand. Sie sehen, die ist also jetzt schon deutlich kleiner als so eine Spiegelreflexkamera. Was man in der Regel ehrlicherweise nicht wirklich verkleinern kann, ist das optische, die optischen Komponenten, also das Objektiv. Das hat immer noch eine wichtige Qualität. Und wenn ich das jetzt hier mal abschraube bei der Kamera, dann können Sie halt hier sehen, da befindet sich jetzt hier der entsprechende Bildsensor. Und wir werden auch sehen, dass die Größe des Bildsensors auch einen großen Einfluss auf die Qualität entsprechend hat und auch die Größe des Objektives. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie es hier entsprechend drauf passt. Und dann kann ich also hier hinten mir immer das Live-Bild angucken und drücke dann ab, wenn ich ein Foto machen will. Natürlich muss auch kein Film mehr transportiert werden, sondern das Ganze wird dann entsprechend elektronisch gespeichert. Ja, vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt sind die Bildsensoren ein Array von Fotodioden. Jede Fotodiode ist dann entsprechend lichtempfindlich und wandelt das einfallende Licht, die einwandelnden Lichtphotonen in Elektronen um. Da gibt es zwei Prinzipien, die CCD, das war praktisch so eine Art kleiner Kondensator, wo dann die Elektronen drauf gespeichert worden sind und nachher ausgelesen worden sind. Die waren allerdings immer noch deutlich teurer und aufwendiger in der Produktion. Heutzutage sind fast alles CMOS-Sensoren in den Kameras verbaut, auch in ihren Mobiltelefonen und in modernen Spiegelreflexkameras haben wir CMOS-Sensoren. Der Vorteil von CMOS-Sensoren ist, sie können mit den herkömmlichen Halbleiterprozessen hergestellt werden und sie liefern jetzt einen Strom pro Fotodiode, sodass sie dann entsprechend auch ausgelesen werden können. Und ich kann auch direkt Analog-Digital-Konverter darauf bauen. So eine kleine Zelle ist typischerweise dann halt so in der Kantenlänge, da kommen wir auch gleich noch zu Mikrometer, bis sagen wir mal 5 Mikrometer, also in der Fläche so in der Größenordnung zwischen einem und 25 oder vielleicht auch 50 Mikrometern. Typischerweise ist so eine Zelle, also ein einzelnes Pixel nennt man das dann auch Picture-Element, nur lichtempfindlich, helligkeitsempfindlich. Aber wenn ich natürlich Farben haben möchte,
dann muss ich ja die Grundfarben Rot, Grün und Blau unterscheiden. Und dazu packt man jetzt über die Pixel entsprechende Farbfilter. Immer Grün, Rot, Blau abwechselnd, beziehungsweise das ist das sogenannte Bayer-Pattern. Wenn Sie hier mal sehen, ich habe immer Viererblöcke, ist Grün dann immer doppelt vergeben. Und jetzt hat also jedes einzelne Pixel, ist es dann entweder für Rot, Grün oder Blau empfindlich. Und aus diesen drei Grundfarben rechnet dann die Kamera wieder einen RGB-Wert, der dann halt eine beliebige Mischfarbe darstellen kann. Das macht dann typischerweise der Bildprozessor, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ja, wie gesagt, die Bildsensorgröße spielt eine große Rolle. Typischerweise kann man immer sagen, je größer der Sensor, desto lichtempfindlicher ist das Objektiv und desto besser ist auch dann die Kamera, nicht lichtempfindlich ist das Objektiv, sondern ist die Kamera, desto lichtempfindlicher ist die Kamera, der Bildsensor und desto besser ist das Ganze auch. Natürlich, wenn ich kleine Sachen haben will, wenn ich das Ganze in ein Mobiltelefon einbauen will, da kriege ich keinen Vollformatsensor rein, da muss ich entsprechend kleinere Sensoren einbauen und ja, da muss man irgendwie immer dann einen entsprechenden Kompromiss finden. Das gibt es hier wirklich große Variationen. Vom Vollformatsensor 24x36 mm. Es gibt noch größere Sensoren, allerdings spielen die nur wirklich in der super Profibereichen Rolle, aber Vollformatsensoren sind eigentlich schon so das Top-Level, was man mit Kameras erreichen kann. Kann man dann runtergehen zu kleineren Sensoren, APS-Sensoren, das ist zum Beispiel der, den ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, das ist ein APS-Sensor, der ist dann halt etwas kleiner als ein Vollformatsensor oder schon deutlich kleiner als ein Vollformatsensor. Dann gibt es die 1,5-Zoll-Sensoren, die 4/3-Zoll-Sensoren, 1-Zoll-Sensoren und so weiter. Wobei man beachten muss, Zoll bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Bilddiagonale oder die Bildkante, sondern es ist der Durchmesser, den das Objektiv dort liefert. Die Flächen der Sensoren sind nochmal deutlich kleiner als die Zollgröße da angeben würde. Also hier habe ich es auch irgendwo geschrieben, ja, ein Vollformatsensor, der hat dann 864 Quadratmillimeter Fläche. Dieser 1-Zoll-Sensor ist dann in der Größe 13,2 mal 8,8 mm, das sind 116 Quadratmillimeter, also der ist schon 7,5 mal kleiner als der. Und hier so ein kleiner, das ist sowas, was typischerweise auch in Smartphones eingebaut ist, 1 durch 2,3 Zoll, der hat dann eine Größe von 6,17 mal 4,55 mm, also eine Fläche von 28 Quadratmillimetern. Und das ist dann nur noch ein Dreißigstel des Vollformats. Also entsprechend klein wird das Ganze dann. Und da muss man auch gucken, wenn man sehr viele Pixel unterbringen will, dann werden die Pixel natürlich auch wieder sehr klein. Wir haben ja eben auch gelernt, dass der Bildwinkel von der Sensorgröße abhängig ist. Und dann sehen wir natürlich, wenn wir jetzt die Sensorgrößen kleiner machen, dann wird mein Bildwinkel kleiner. Haben wir ja gesagt, je kleiner der Sensor ist, desto kleiner wird der Strahlkegel. Das heißt, das Ganze kriegt sozusagen den Effekt eines Teleobjektives. Also hier ist ein Beispiel gezeigt, der Außenrand ist halt ein Kleinbildformat. Wenn ich jetzt aber kleinere Sensoren habe, dann sind das die entsprechenden Bilder. Wenn ich hier nur so ein 2/3 Zoll habe, dann ist das nachher mein resultierendes Bild. Und das ist natürlich, ich ziehe mir sozusagen nur diesen Bereich dann ran. Es hat also eine starke Telewirkung. Und das Verhältnis der Bildsensorgrößen zueinander nennt man auch Cropfaktor. Also wenn der Sensor nur halb so groß ist wie ein Vollbildformat, das ist nämlich bei dem 2/3 Format der Fall, dann kriege ich einen Cropfaktor von 2. Und diesen Cropfaktor ist auch der gleiche Wert, den ich auf ein Objektiv dann aufmultiplizieren muss, um die Wirkung zu sehen. Also wenn ich einen Kleinbildfilm habe mit einem 50 mm Objektiv, das halt Normalbrennweite, also die Normalobjektiv ist 50 Grad Öffnungswinkel, ich packe dahinter aber jetzt einen 4/3 Zoll-Sensor mit einem Cropfaktor 2, dann hat das die Wirkung, als ob das Objektiv nicht 50 mm Brennweite hat, sondern 100 mm Brennweite hat. Nämlich 50 mm mal 2. Also eine starke Telewirkung schon hat. Ja, dann ist es wichtig, dass ich mir angucke, wie groß ist denn jetzt ein einzelnes Pixel? Wie groß ist denn so eine einzelne Fotodiode? Je mehr Pixel ich auf einer Fläche unterbringen will, desto kleiner müssen diese einzelnen Pixel sein. Und je kleiner der gesamte Sensor ist, desto kleiner müssen die Pixel dann sein, um die gleiche Zahl unterzubringen. Und je kleiner das Pixel ist, desto weniger lichtempfindlich ist das Ganze auch. Also das spielt alles miteinander zusammen. Und ich habe hier auch mal Beispiele gezeigt von einem iPhone 11. Das hat Pixelgrößen von 1,8 Mikrometern Kantenlänge. Also die Fläche ist 1,8 Mikrometer zum Quadrat.
im Vergleich zum iPhone 6, das hatte dann noch eine entsprechende Pixelgröße von 1,5 Mikrometer zum Quadrat. Jetzt könnte man sagen, naja, 1,8 zu 1,5 ist jetzt nicht so viel, aber das geht quadratisch ein. Und wenn man das mal ausrechnet, 1,8 Mikrometer zum Quadrat durch 1,5 Mikrometer zum Quadrat, dann kommt ein Faktor 1,44 raus. Das heißt, das Pixel beim iPhone 11 ist schon 44% größer und damit kann man grob sagen, 44% lichtempfindlicher als beim iPhone 6. Man sieht also da die entsprechenden Sprünge. Trotzdem sind Mobil-Smartphone-Kameras immer noch sehr klein. Und ich habe hier mal ein Extrembeispiel genommen. Das ist die Sony Alpha 7S. Die hat einen Vollformatsensor, auf dem allerdings nur 12 Megapixel sitzen. Da hat ein Pixel eine Kantenlänge von 6 Mikrometern. Also das ganze Pixel hat eine Fläche von 6x6 von 36 Quadratmikrometern. Und wenn ich das jetzt mal mit dem iPhone 12 hier vergleiche, dann ist dieses einzelne Pixel schon 11 mal so groß. Das heißt also, diese Kamera ist grob gesagt 11 mal lichtempfindlicher. Man muss auch sagen, dass diese Sony Alpha 7S somit das lichtempfindlichste ist, was Sie zurzeit kaufen können. Die kostet allerdings auch schon ein paar tausend Euro. So, jetzt kommen noch so ein paar Größen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das ist der Signalrauschabstand oder das Signalrauschverhältnis. Denn ein Bildsensor, der ja elektronisch funktioniert, erzeugt ja Elektronen. Idealerweise erzeugt er nur Elektronen, wenn Licht drauf fällt. Allerdings, das wissen Sie auch, wenn wir eine Temperatur über 0 Kelvin haben, dann könnte ich auch thermische Energie freisetzen und auch über thermische Energie kann entsprechend können Elektronen freigesetzt werden. Das heißt, ich habe einen sogenannten Dunkelstrom. Also selbst wenn der Deckel auf dem Objektiv drauf ist, liefern mir die Bildsensoren nicht alle einen Wert 0, sondern sie haben ein gewisses Grundrauschen. Das liegt so typischerweise, und da gibt es auch noch ein Schrotrauschen, können Sie noch mal durchlesen, aber das thermische Rauschen ist eigentlich so das Wichtigste, liegt so ungefähr bei 20 Elektronen pro Bildpunkt. Das ist mein Grundrauschen. Es gibt mittlerweile auch Kameras, die haben nur noch 2 Elektronen Dunkelstrom-Grundausleserauschen, aber nur damit man mal so ein gewisses Gefühl dafür bekommt. Auf der anderen Seite kann ein solches Pixelelement auch nicht beliebig viele Elektronen aufnehmen. Irgendwann ist das Pixelelement, wenn ich belichte, voll. Dann ist es vollkommen gesättigt. Und das nennt man dann auch die Sättigungskapazität eines Pixels. Die liegt so je nach Größe des Pixels zwischen 1000 Elektronen und 30.000, 40.000 Elektronen. Also je größer das Pixel ist, so eine Alpha 7S, die hat wieder typischerweise eher eine Sättigungskapazität so in der Größenordnung hohe 20.000. Und da gibt es auch noch Spezialkameras im wissenschaftlichen Bereich, die haben dann noch mehr, aber das ist dann die Sättigungskapazität. Das heißt, das ist aber der Dynamikbereich, den ich nutzen kann. Von den ersten Pixeln erst oberhalb des Rauschens, da kann ich ja überhaupt erst das Signal vom Rausch unterscheiden, bis halt hin zu meiner Sättigungskapazität. Und das ist dann der sogenannte Dynamikbereich, den eine Kamera hat. Und das habe ich hier dann noch einmal ausgerechnet, also eine Kamera, die zum Beispiel ein Ausleserauschen von 20 Elektronen hat und eine Sättigungskapazität von 20.000 hat, die hat ein maximales SNR von 20.000 zu 20, also von 1, von 1.000 zu 1. Das heißt, das Nutzsignal kann tausendmal größer sein als das Rauschen. Das ist dann der Signalrauschabstand, der maximale Signalrauschabstand. Und der maximale Signalrauschabstand ist dann auch die Dynamik. Also ist hier die Dynamik 1000 zu 1. Da das dann teilweise sehr große Zahlen werden, nimmt man dafür dann auch eine logarithmische Größe in Dezibel und man nimmt dann den 10er-Logarithmus dieser Sättigungskapazität durch das Ausleserauschen dann mal 20. Bei diesem Beispiel mit 1000 ist es relativ leicht. Der 10er-Logarithmus zu 1000 ist 3 und denn 10 hoch 3 ist ja 1000 und das Ganze mal 20. Also hat diese Kamera, die diese Daten hat 20 Elektronen Ausleserauschen, 20.000 Elektronen Sättigungskapazität, eine Dynamik von 20 mal 3 von 60 dB. Ein weiterer wichtiger Parameter bei Bildsensoren ist die sogenannte Quanteneffizienz oder die spektrale Empfindlichkeit. Ja, wir kennen es vom Auge auch, dass das Auge halt nur in einem bestimmten Wellenlängenbereich empfindlich ist. Hat mir ja gesagt, so ungefähr zwischen 380 und 87 Nanometer und auch da nicht überall gleich empfindlich ist, sondern bei Grün ist das Auge am empfindlichsten und wenn wir dann weiter zum Violetten und zum Roten gehen, nimmt die Empfindlichkeit entsprechend ab. Das gleiche Phänomen haben wir auch bei Siliziumdetektoren.
die halt auch ihr Maximum irgendwo hier in der Bereich 500 Nanometer haben, ähnlich wie das Auge. Allerdings fallen die Flanken hier weniger steil ab. Und also da, wo das Auge aufhört, noch empfindlich zu sein, so bei 750, 780 Nanometer, da hat also ein Siliziumdetektor noch entsprechend Empfindlichkeit, Detektionsvermögen. Das geht dann sogar rauf bis ungefähr 1100 Nanometer. Das gleiche gilt auch hier im Ultravioletten. Auch da sind die Fotodioden deutlich breitbandiger. Um dem ein bisschen zu begegnen, bauen halt die Kamerahersteller typischerweise Bandpassfilter, Sperrfilter, optische Filter auf dem Bildsensor, die einfach den Infrarot- und den ultravioletten Bereich unterdrücken. Filter kommen auch dann ins Spiel, wenn wir halt Farbbilder machen wollen. Bisher ist es halt so, dass, was wir bisher besprochen haben, die Kameras nur Helligkeiten detektieren, also nur Graustufen detektieren. Aber wir haben ja beim Bayer-Pattern gesehen, dass wir halt entsprechend rote, grüne und blaue Filter auf die einzelnen Pixel legen und dadurch halt auch für die Grundfarben eine Transmission oder eine Detektion bekommen. Und das sehen wir hier in dem Bild, wo jetzt eigentlich für die einzelnen Pixel, für unterschiedliche Filter dann die Empfindlichkeiten dargestellt sind. Wir sehen also hier die Pixel, die den Blaufilter davor haben die hier gezeigte Empfindlichkeit, die den Grünfilter davor haben diese Empfindlichkeit und die den Rotfilter davor haben diese Empfindlichkeit. Und wir sehen in diesem Diagramm auch die Wirkung eines solchen Infrarot-Sperrfilters, der noch zusätzlich dazu gesetzt wird. Das heißt also hier Wellenlängen oberhalb von 650 Nanometer werden dann auch entsprechend unterdrückt. Und aus diesen, auch wenn sich diese Empfindlichkeitskurven überlappen, lassen sich halt von den, bei den Kameras die Grundfarben sehr gut zusammenmischen, sodass dann wirklich ein sehr realistisches Farbbild entsteht. Jetzt ist es ja so, dass die CMOS-Sensoren und die Bildsensoren im Allgemeinen erstmal nur Elektronen erzeugen, also die dann wiederum halt erstmal abgetastet werden müssen, damit wir dann Zahlenwerte haben, die im Computer dann digital verarbeitet werden können. Und dazu brauchen wir halt Analog-Digital-Konverter, so wie wir es auch in der Signalverarbeitung besprochen haben. Und solche ADCs sind halt auch auf den Bildsensoren drauf. Bei CMOS ist es meistens sogar so, dass jedes Pixel einen eigenen ADC haben kann. Und dadurch haben wir eine sehr schnelle, gleichzeitige Auslesbarkeit des Sensors. Typischerweise kommen da 8-Bit-Sensoren zum Einsatz. Das heißt also Sensoren, die 256 Helligkeitsstufen unterscheiden können und damit dann eine entsprechende Abstufung bringen. Jetzt haben wir aber auch gelernt, dass wir natürlich Sättigungskapazitäten haben, die hoch in den Bereich von 30.000 Elektronen oder ähnliches gehen. Da sind natürlich 8-Bit vielleicht ein bisschen wenig. Deshalb gibt es halt auch Kameras, die höher abtasten, also die mit 10-Bit, 1024 Stufen, 12-Bit, 4096 Stufen, bis hin sogar bis 16-Bit abtasten. Das heißt, ich kann in über 65.000 Stufen dann mein Signal der Fotodiode digitalisieren. Wobei man auch noch wieder schauen muss, das macht nicht immer unbedingt Sinn. Wenn ich eine Sättigungskapazität von maximal 30.000 Elektronen habe, dann brauche ich auch eigentlich nicht höher abzutasten, als diese Elektronenzahl ist. Und auch das ist manchmal, natürlich gibt es ja noch dieses Rauschen, über das wir gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, hier muss man einfach schauen, sehr hochwertige Kameras gehen da auch mit ihrer Digitalisierung dann entsprechend hoch. Bei Standardkameras haben wir da typischerweise 8-Bit. Selbst also auch Vollformat-Spiegelreflexkameras haben 8-Bit. Die sehr guten haben dann halt teilweise 10-Bit pro Kanal. Das ist einmal pro R, G und B Kanal. Damit kommen wir dann auch zu den Bildprozessoren. Also wir haben ja hier relativ hohe Datenmengen, die die ADCs jetzt liefern. Das heißt, bei einem 36-Megapixel-Bild und ich denke, ich taste mit 8-Bit ab, dann habe ich also schon mal allein ein Graustufenbild von 36 Megabyte. Wenn ich jetzt noch RGB-Kanäle aufsplitte, dann kriege ich noch einmal das Dreifache dieser Datenmenge. Das sind natürlich Größen, die wir typischerweise nicht so ohne weiteres dann schon direkt wegspeichern, sondern diese Bilder werden dann auch noch, bevor sie abgespeichert werden, komprimiert in die uns bekannten Bildformate, die Sie ja wahrscheinlich auch vom Computer kennen, JPEG, PNG, typischerweise JPEG, JPG, sodass dann also die Datenmenge erstmal schon mal reduziert wird. Dann ist es auch meistens so, das ist auch ein Nachverarbeitungsschritt, die einzelnen Fotodioden, die sind nicht alle wirklich ganz exakt gleich. Wenn ich 36 Millionen Fotodioden auf einem Chip habe, dann sind die nicht wirklich alle identisch von ihrem Ansprechverhalten und deshalb werden diese Fotodioden, wenn sie vom Werk produziert werden oder diese Bildsensoren kalibriert. Das heißt, es wird eine
gleichmäßige Messung gemacht. Es wird ein gleichmäßiges Signal auf den Sensor gegeben und dann wird für jedes Pixel individuell bestimmt, wie ist genau die Kennlinie. Und dann kann nämlich nachträglich, wenn ich ein Foto gemacht habe, das wieder zurückgerechnet werden. Und das macht der Bildprozessor. Also diese Bildprozessoren in den Kameras, das sind schon hochintegrierte und hochleistungsfähige Bausteine, die also Bildkorrekturen durchführen, eine Bildkompression durchführen, sodass nachher auch wieder handhabbare Datenmengen herauskommen. Das interessiert uns meistens gar nicht. Uns interessiert dann wirklich das, was nachher als Datei von der Kamera geliefert wird. Und damit geht man dann typischerweise weiter um. Wenn man das Ganze, vielleicht noch ein letztes Wort dazu, noch im Detail sich anschauen möchte und beziehungsweise wenn es da sehr viele Aktivitäten gibt, dann gibt es dazu auch Standards und bei Digitalkameras gibt es den sogenannten EMVA 1288 Standard. Da ist nochmal alles wirklich von den Beteiligten niedergeschrieben, wie welche Größen zu handhaben und zu interpretieren sind. Das jetzt nochmal so ein bisschen im Schnelldurchgang dessen, was ich Ihnen zu Kameras und Bildsensoren sagen wollte. Sie können hier alles nochmal in Ruhe durchlesen und genau um diese Sachen, die hier bei Ola drinstehen, werden sich dann auch die Klausurfragen entsprechend bilden. Noch ein letztes, bevor ich jetzt auch heute das Video schließen möchte. Es dauert ja schon wieder hinreichend lange. Ich habe noch eine Ergänzung auf der Hauptseite gemacht. Sie erinnern sich, das ist jetzt schon wieder viele Monate her. Da habe ich erstmal erzählt, was ist überhaupt Forensik und was sind Lebenswissenschaften. Und da habe ich so ein paar Links auch vom BKA eingebracht. Was noch ganz spannend ist, es gibt auch die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin. Das ist die DGRM. Und die DGRM hat auch entsprechende Webseiten. Und wenn man da mal drauf geht, das habe ich auch hier bei OLAT noch stehen, aber das kann ich Ihnen auch hier zeigen. Dann ist es die Gesellschaft, die sich halt mit rechtsmedizinischen, forensischen Fragen auseinandersetzt. Und die haben auch hier Arbeitsgemeinschaften. Und eine Arbeitsgemeinschaft ist die forensische Bildgebung. Also genau das, was wir hier eigentlich machen. Und da gibt es also auch dann einen Kreis von Spezialisten, die sich mit den Themen beschäftigen. Und hier gibt es auf der rechten Seite der Webseite auch verabschiedete Dokumente. Und da möchte ich Sie auf zwei Dokumente hinweisen, die ich sehr spannend finde. Einmal die theoretischen Grundlagen der forensischen Bildgebung. Das ist ein PDF. Hier ist alles drin, was man so bildgebungsmäßig machen kann, auch in anderen Bereichen aus der Medizintechnik, also sprich CT, MRT, Röntgen, 3D-Scanning und so weiter. Da wird das Ganze auch aus der forensischen Seite beleuchtet. Und es gibt noch ein Dokument, das ist die illustrierten Grundlagen der forensischen Fotodokumentation. Also genau das, was wir gerade besprochen haben, wie gehe ich mit fotografischen Methoden um. Da wird erstmal allgemein auf Sachen wie Blende, Schärfentiefe und so weiter besprochen. Dann werden aber auch konkrete Beispiele teilweise gezeigt. Und da will ich Ihnen zumindest einen Hinweis geben, da sind auch ein paar, sage ich mal, speziellere Fotos bei, halt auch echte Tatortfotos zum Teil. Das ist nicht unbedingt jedermanns Geschmack und es ist auch für Sie definitiv nicht verpflichtend, dieses Dokument durchzuarbeiten. Das ist rein freiwillig. Sie haben keine Nachteile, wenn Sie die Inhalte sich nicht angeguckt haben. Wie gesagt, das sollten Sie sich selbst überlegen. Es sind jetzt nicht ganz heftige Fotos, aber schon Fotos, die man vielleicht so üblicherweise nicht immer unbedingt angucken möchte, wenn man vielleicht auch etwas empfindlicher ist. Ja, das nur als Warnung, wenn man so will. Das hat die DGRM jetzt auch frei ins Netz gestellt. Insofern ist es auch frei verfügbar und es ist jetzt auch nichts, was irgendwie unter Verschluss ist. Also wer Interesse hat, kann da gerne nochmal gucken. Gut, ja, damit sind wir eigentlich am Ende des Videos, am Ende auch des Semesters, insofern, dass jetzt wirklich Wissen von zu Ihnen transportiert wird. Alles, was Sie für die Klausur wissen müssen, ist eigentlich jetzt in OLAT drin oder in meinen Videos beschrieben oder haben Sie sich auch durch das Praktikum erarbeitet. Ich freue mich jetzt noch auf die Rückmeldungen zur VR-Brille. Da habe ich auch schon so ungefähr 50% bekommen. Einige fehlen noch, verstehe ich auch. Ist ja auch erst der 15.07. als Einsendeschluss. Aber vergessen Sie es bitte nicht, denn nur dann, wenn Sie beides
auch wirklich vollständig bearbeitet haben, sind sie dann auch entsprechend zur Klausur zugelassen. Wie die Klausur genau aussieht, was da zu beachten ist, da werde ich Ihnen auf jeden Fall noch Informationen zukommen lassen. Ob das jetzt nur über OLAT als Mitteilungen ist oder als Video, was ich mir eher vorstellen kann, da wird noch dann entsprechend was im Laufe, sagen wir mal, des Julis, spätestens Anfang August kommen, dass Sie da auch hinreichend viel Vorlaufzeit haben. Okay, gut, in diesem Sinne kann ich nur Ihnen jetzt viel Erfolg wünschen für die anstehenden Prüfungen. Und Ihnen noch alles Gute wünschen. Bleiben Sie auch gesund. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald auch mal persönlich sehen. Es sieht ja leider so aus, dass auch das nächste Semester noch in großen Teilen virtuell ablaufen wird. Aber wir müssen einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und dann schauen wir einfach mal. Alles Gute und bis bald.